Wir haben die dicken Cojones, wir sind in einem Band, die außen rücken ein, das ist mir ganz wichtig. Und dann klatscht es da einen nach dem anderen, ja? Brechen die durch, gib's auf die Fresse, ja? Gib's richtig auf die Fresse. Jungs, ich sag euch eins. Ungefähr 110 Kilometer von hier liegt einer, der wurde am Kreuzband operiert, ja? Dafür tragen wir seinen Schweißband, ja? Wenn der heute Abend eine Nachricht ins Krankenhaus kriegt, ja, dass wir verloren haben, ne, das, es gibt nichts Schlimmeres, ja, es gibt einfach nichts Schlimmeres. Lass uns für Dennis da rausgehen, ja, und zeigen, dass wir Handball spielen, dass wir sein Team sind, dass wir seine Kumpels sind, dass wir da hier zwei Punkte holen, ja. Und danach haben wir hier eine geile Veranstaltung, ja. Ich habe drei Fragen an euch. Wer bleibt heute Spitzenreiter? Wir! Wer bleibt heute zu null Spitzenreiter? Wir! Wer gewinnt dieses Scheißspiel jetzt? Wir! Sollt ihr schon auftun, Clem? Bitte? Sollt ihr schon auftun? Ja, kannst du. Ja, Flo, der macht sich gerade erst fertig. Das dauert, glaube ich, bei dem noch. Und zack, ab in Saft rein, ne? Wäre so ein Klassiker. Oder? Ist ein unangenehmer Gegner, steht unten drin, die brauchen die zwei Punkte unbedingt. Deswegen, die werden mit Sicherheit kämpfen, weil die wollen vor Weihnachten natürlich auch nochmal gutes Ergebnis erzielen. Ziel für heute ist auf jeden Fall ein Sieg. Also Schwarmstedt ist Drittletzter oder Vorletzter, nee, Drittletzter und das kann nur Sieg sein. Also was anderes wäre ja Quatsch, wenn ich sagen würde, wir wollen heute irgendwie versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das wollen wir sowieso, aber ich denke, das muss auch in den Köpfen meiner Spieler sein, dass die halt hochmotiviert in das Spiel gehen und wissen, dass das Spiel halt zu mindestens 65-70% im Kopf entschieden wird und nicht halt körperlich. Und wenn wir das vernünftig umsetzen, dann werden wir heute auch mit 100%iger Wahrscheinlichkeit als Sieger vom Feld gehen. Lass uns den Ball so schnell weiter spielen. Die Lücken sind doch da. Schieß aus dem Ein. Super, weiter so jetzt. Mann. Jungs, in der Abwehr. Kai, noch jetzt ein bisschen mehr, ne? Die werfen scheiße, ich weiß. Die halten den Ball lange, ja? Aber auf einmal kommt der Wurf. Jungs, da müssen wir drauf achten, ja? Aber sonst ist super. Ass rein gegen Paul. Weiter, komm, Jungs. Los, komm, los. Wir haben vier. Weihnachtsfeier, du musst nicht wieder einfach zu Hause, du musst nach Hause gehen. Nächste Woche Samstag, nächste Woche Sonntag, gibt doch was gegen Braunschweig auf die Socken für die und dann haben wir eine geile Sache gespielt. Benedikt, unser Kapitän! Capitano! Ja, wir haben mit 41-35 gewonnen. Die letzten 20 Minuten waren nicht so überragend, aber wenn man mit so vielen Toren führt, ist das immer schwierig, die Konstanz beizubehalten. Für uns war es halt wichtig, dass wir einen schnellen Ball spielen, das haben wir gemacht. Und jetzt können die nächsten Gegner kommen.